Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich nehme euch heute wieder durch unseren Tag mit. Wir fahren gleich, ich kann es ja nicht sagen, meine Tochter sitzt da, es ist eine Überraschung. Aber ihr seht es später, ich habe hier schon mal ein bisschen eingepackt. Einmal Paprika und Tomate. Und einmal Äpfel und Eier. Wir hatten nicht mehr so viele Äpfel. Gleich fahre ich noch zu Lidl, dann hole ich für mich noch einen Salat. Und für die Kinder noch was zu knabbern. So, ich war jetzt bei Lidl, habe Ferdi-Fuchs-Würstchen gekauft, Kaffee und Salat. Und jetzt fahren wir. Wir waren nämlich wegen dieser Situation schon ewig nicht mehr dort. Und eigentlich fahren wir da fast jedes Wochenende hin, beziehungsweise wirklich, wirklich super oft. Und das war schon, ja, echt hart, dass wir da lange nicht waren. Deswegen freue ich mich gleich auf ihr Gesicht. Das war eine Überraschung. Das war eine Überraschung. Ob ich ein bisschen zu viel mitgenommen habe? Wir haben es jetzt 2 Uhr und ich habe so Hunger gekriegt. Ich hole mir mal die Salate von Lidl zum Mitnehmen. Schmecken auch gar nicht schlecht, sind aber nicht so gesund. Und weil da jetzt so wenig Eiweiß drin ist, mache ich mir da nochmal 2 Eier rein. Und dann lasse ich mir es schmecken. Das ist jetzt dieser Caesar Salad. Ich finde, das ist der leckerste. Dieser hier. Der ist echt mega cool. So, wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Es war ein voller Erfolg. Also die Überraschung war super. Die Kinder hatten total Spaß. Wir waren jetzt knappe 6 Stunden dort. Jetzt reicht's aber auch. Ich bin fix und fertig. Habe so einen Hunger. Die ganzen Kinder, die da Geburtstag gefeiert haben, hatten da noch so Geburtstagskuchen und Kekse und Chips und Schokolade. Und ich saß da so, oh, geil. Deswegen. Ich will auch mal ein Stück Schokolade. Ja, glaub mir, ich auch. Naja, wir fahren jetzt nach Hause und dann esse ich was Leckeres. Was wollte ich jetzt noch sagen? Hm? Mein Mann erwartet uns schon zu Hause. Das dauert noch ein bisschen, bis ich Geburtstag. Hoffentlich schlafen die Kinder jetzt nicht ein, weil das wäre... Nein, schlafen wir nicht. Ja, das ist gut. Das wäre nämlich schlimm. Wir haben es jetzt 18.20 Uhr. Wir sind um 12 Uhr da gewesen. Boah. Ich schlafe nicht ein. Ich hoffe es. Das war eine Katastrophe. Oh mein Gott, ich habe irgendwie so Lust auf Schokolade. Ich will auch Schokolade. Ja. Eigentlich
habe ich gar kein Verlangen mehr danach, wenn ich mich gesund ernähre. Aber wenn dann mal so ein Wochenende kommt, so wie letztens, wo meine Tochter Geburtstag hatte und wir dann Kuchen und Schokolade gegessen haben, dann fängt diese Sucht wieder an. Also die Sucht fängt ganz, ganz schnell wieder an. Jetzt auf dem Sofa. Ich bin einfach so kaputt und so müde nach dem Essen geworden. Ich muss aber gleich noch aufräumen, wenn die Kinder im Bett sind. Ja, auf jeden Fall, der Tag war wunderschön. Ich glaube, ich habe jetzt nicht so viel aufgenommen. Ich glaube, dieser Vlog wird nur ein paar Minuten gehen, habe ich so ein Gefühl. Naja, ich habe eigentlich nur im Spieleland aufgenommen. Egal, es ist ja nur zum Üben gedacht. Ne? Irgendwann kommen dann die richtigen Vlogs. Ey. Im Winter unternehmen wir eh nicht so viel. Im Sommer unternehmen wir dann mehr. Und hier die ganze Zeit zu vloggen, was ich zu Hause mache, ist auch nicht so spannend. Genau. Also, aber wenn euch der Vlog trotzdem gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert. Und das nächste Video wird ein 50 Facts About Me, damit ihr mich einfach ein bisschen besser kennenlernen könnt. Ja. Also, bis zum nächsten Mal.